Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Produkte für euch, die viel, viel Geld gekostet haben und ich bin unglaublich gespannt, denn es geht heute um die neuen Produkte von, ja, Natasha Denona. Ich habe über 126 Euro, 116 Euro für die Produkte ausgegeben und ihr fragt euch jetzt sicherlich, Maxim, bist du nicht eigentlich Team Günstmaus? Und ihr habt recht. Allerdings bin ich der Meinung, dass ich wissen muss, wo steht der High-End-Bereich gerade, um zu wissen, wo ist die Drogerie gerade, um daraus Schlüsse zu ziehen. Ich möchte mit euch beide Produkte testen. Ich komme später zu den Produkten. Ihr seht aber, ich habe noch nichts im Gesicht und ich möchte so ein kleines, schnelles Make-up mit euch machen. Und ich habe noch gar nichts drauf, denn ich möchte mit euch nochmal die Beauty Mates Creme benutzen. Ich wollte so ein sehr, sehr glowy Make-up heute haben und da ist die Hyaluron Lift Creme sehr, sehr gut. Die ist ein perfektes Dupe, finde ich, zur Charlotte Tilbury Magic Cream. Und das Schöne ist, sie hat keine Duftstoffe drin. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Der Effekt ist 1:1 genau derselbe wie bei Charlotte. Sie ist wesentlich günstiger und sie hat keine Duftstoffe drin. Und ich weiß, viele von euch wollen auf Duftstoffe verzichten und dafür ist die Creme sehr, sehr gut. Da der Fokus heute aber auch wirklich auf den Augen liegt, habe ich noch ein anderes Produkt, was ich euch aber schon mal gezeigt habe und das ist der Augenlifting Booster. Den könnt ihr entweder direkt unter eure Augen geben oder ihr mischt ihn euch in die Creme rein. Es gibt auch Sets und ich habe wieder einen Code von Beauty Mates bekommen. Steht unten wie immer in der Infobox für euch drin. Die Drops hier minimieren Augenringe und schwellen so ein bisschen ab, damit alles so ein bisschen glatter aussieht. Das ist so ein kleiner Trick, den ich euch mitgeben kann, perfekt für Augen-Make-ups, wenn hier wirklich alles schön glatt ist. Ihr seht, meine Haut ist richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Wie gesagt, schaut gerne mal bei Beauty Mates vorbei. Ihr unterstützt mich damit und ihr könnt mit meinem Code Maxim 20% sparen. Und jetzt geht es weiter mit dem Make-up, Freunde. Ich überlege gerade so ein bisschen, welche Foundation wir benutzen. Ich glaube, ich nehme die L'Oreal Infallible 24-Hour Freshwear Foundation. Das ist einer meiner absoluten liebsten Foundations und mit der Creme zusammen ist die wirklich, wirklich schön. Ich arbeite das Ganze wieder so ein bisschen mit dem Stippling Brush ein. Ich liebe, liebe, liebe diese Foundation. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen mit meinem Make-up-Schwamm hier einmal rüber, um die kleinen Streifen rauszunehmen und etwas überschüssiges Produkt wegzunehmen. Und benutze als Concealer meinen absoluten Lieblingsconcealer im Moment. Das ist der XX Revolution Concealer in der Farbe CX9. Der ist sehr pink. Ich mag das Füßchen. Er sieht wunderschön unter den Augen aus. Und ihr seht schon, in Kombination mit der Creme sieht die Base richtig schön glowy aus. Dann sette ich das Ganze einmal, mache mir Make-up so halbwegs fertig und dann geht's weiter. Ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Ich habe mir die Sachen größer vorgestellt. Immer wenn ich Videos gesehen habe, dann waren das diese riesengroßen Paletten. Und dann kommt das hier. Also, ich suche gerade so einen Vergleich. Ein iPhone und die kleine Face-Palette. Ich habe sie mir viel, viel größer vorgestellt. Ich habe es bei Instagram auch schon erzählt. Falls ihr mir da noch nicht folgt, schaut auf jeden Fall vorbei. Was du online bestellst und was dann ankommt. Ich dachte, dass diese Face-Palette so groß ist wie diese Palette hier und diese hier fast doppelt so groß. Egal. Angeblich gibt es verschiedene Größen bei Natasha Denona in verschiedenen Preiskategorien. Alle Preiskategorien sind da oben und ich bin echt gespannt, wie die ganzen Sachen funktionieren. Ich muss ehrlich sagen, Fräulein T. hat mich spätestens mit Natasha Denona angefixt und ich weiß, dass sie diese Palette nicht kauft, weil die zu Standard ist. Das ist aber meine erste Natasha Denona Lidschattenpalette und die hat ja super, super viele. Aber das ist so mein Farbschema und ich glaube, wir fangen auch einfach gleich an. Das ist nämlich die Bronze Palette und hier sind 15 Farben drin und wir haben viele verschiedene Texturen in wunderschönen Warm Tones. Ihr kennt mich, ich liebe Warm Tones. Es passt gut zu meiner Augenfarbe, es passt gut zu meiner Hautfarbe und es ist sehr, sehr einfach zu benutzen. Die Palette kostete, glaube ich, fast 70 Euro. Ich habe insgesamt 116 ausgegeben. Ist eine Menge Geld. Allerdings bei so Lidschattenpaletten, ich habe es noch nie geschafft, eine Lidschattenpalette leer zu machen. Ich wechsle aber auch immer und ich wollte einfach mal schauen, wie ist so eine Palette. Und mit euch auch so ein bisschen teilen. Ihr wisst, ich bin super ehrlich mit euch, was Qualitäten angeht. Bei der Urban Decay, das war kein Shade. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, die waren so ein bisschen schwierig, dass ich ja total shady bin. Nein, ich bin einfach nur ehrlich mit euch und
Die Qualität der Farben der Urban Decay waren super, allerdings fand ich, dass die Aufteilung nicht so optimal war. Hier haben wir wirklich viele verschiedene. Wir haben matte Farben, wir haben Schimmerfarben, wir haben Metallic Farben und wir haben, ich glaube, so einen Semi-Schimmer oder so. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich blende euch als erstes hier einmal Swatches ein und ihr könnt sehen, wie ultra creamy die Farben sind. Also wirklich hochpigmentiert. Ich sage es immer wieder dazu, ich finde Swatches sind so nichts aussagend, weil ich mache nicht so mit einer Farbe. Ich habe Öl an meinem Finger, Öl an meiner Haut, ich habe Feuchtigkeit drauf und Lidschatten haften einfach auf Haut ganz, ganz anders als auf eurem Auge. Okay, womit wir aber als erstes anfangen, glaube ich, ist die Bronzed Cheek Face & Glow Palette. Ihr wisst, ich liebe Ultra Glow im Gesicht und Bronze. Und hier sind, sie sieht so klein aus. Ich habe sie mir so viel größer vorgestellt. Hier sind vier Farben mit drin. Wir haben so zwei Cream-Texturen und zwei Puder-Texturen. Ich glaube, dass diese Cream-Texturen von Cream to Powder sein sollen. Probieren wir gleich aus. Was ich sehr gut finde, ist, dass hier so eine Klappe drauf, dass das Puder nicht in die Creme fliegt, weil das versaut euch die Creme-Textur. Was ich auch schön finde, ist das Packaging. Also erstmal die Umverpackung sieht sehr gut aus. Ist halt nur eine Umverpackung. Allerdings auch das Packaging ist sehr, sehr schwer und sehr, sehr fest. Das ist hartes Plastik. Wir haben einen sehr guten Spiegel mit drin. Und was ich nicht so oft sehe bei Lidschattenpaletten, der Spiegel bleibt, egal wie ihr ihn stellt, er bleibt so stehen. Sodass man sich die Palette vor sich hinstellen kann und dann schminken kann und der Spiegel bleibt einfach so. Ich nehme, glaube ich, mal einen Beauty Sponge und gehe als erstes in die Farbe Bounce Cream Blush. Das soll ein Blush sein. Wir probieren es aus. Ich gehe hier einfach mal so ein bisschen rein und trage mir das Produkt hier so ein bisschen auf. Sieht man schon was? Also, das ist ganz spannend, denn die Textur, die ist viel, viel trockener als gedacht. Also, das ist nicht so ein richtiges Creme-Produkt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass man das auch mit einem Pinsel auftragen kann. Weil es ist nicht cremig. Aber schon irgendwie. Man kann so reindrücken und dann hat man Fingerabdruck drin. Aber es ist so ganz soft. Ich nehme jetzt mal meinen Finger und platziere mir das hier hin. Das ist ein sehr, sehr kühler Ton, aber sehr soft. Ich nehme jetzt hier von Letizia mal so einen Pinsel. Das ist der FF4 und gehe damit rein. Und baue mir das hier vorne so ein bisschen auf. Es wird ein sehr, sehr wilder Look heute, Freunde. Ich sage es euch. Aber ich finde die Textur ganz spannend, weil wenn es so ein bisschen warm wird, wenn man so mit dem Pinsel ein bisschen reingeht, dann... Ach nee, jetzt sehe ich das erst. Schaut mal, wenn ich vorne in die Kamera gucke, das ist so ein bisschen orange. So, schaut mal, so seht ihr das. Das ist ganz leicht orange. Okay. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil wenn man raufguckt, sieht das ganz anders aus. Also das ist wirklich so ein schöner Bronzeton. Habe ich nicht gedacht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das für Leute, die heller sind als ich, ein bisschen zu orange ist vielleicht. Bei mir ist wirklich schon Grenze. Ich glaube, wenn ihr dunkler als ich seid, perfekt von der Farbe her. Gefällt mir aber ganz gut. Ich mag ja solche übertriebenen Blush-Looks und Blush-Farben. Okay, ja. Spannend, aber der Glow ist eigentlich ganz süß. Ich nehme denselben Pinsel und gehe hier in die Farbe Cream Glow. Und platziere mir das hier hin. Okay. Da sind so ein paar Reflexe mit drin, so gelb und rosa. Sieht so ein bisschen aus wie meine eigene Highlighter-Palette, die Farbe Boys in Make-up. Da ist ja auch gelb und rosa, nur getrennt. Hier ist es so ein bisschen zusammen. Sehr schön. Also, das ist nicht so dieses übertrieben Glow. Das ist eher so ein... Ja, es ist auch nicht mehr subtil, ne? Was ich ganz spannend finde, ist, ihr habt ja gesehen, mein Make-up war schon gesettet. Und ich gehe trotzdem einfach mit diesem Creme-Produkt rüber. Und es sieht trotzdem noch krass aus. Ich gebe mir das auch... Ich möchte das überall haben gerade. Ach Mensch, das ist jetzt aber schwierig, ne? Eigentlich wollte ich das Video so, okay, es ist total überteuert. Ist es auch, aber sieht ja auch bis jetzt nicht schlecht aus. Okay, ich habe noch Highlighter hier. Freunde, heute alles. Ich nehme auch einen Pinsel von Letizia, das ist der FF3 und gehe in die Farbe Superglow Nude. Sehr viel Produkt am Pinsel und das Santa Maria. Das ist verrückt. Es ist sehr viel Produkt, Freunde, gerade. Ne? Also das ist ja schon nicht mehr hier zart, sondern das ist jetzt wirklich ultra glow. Ich muss aber persönlich sagen, ich liebe dieses Exorbitante. Also auch dieser Natasha Bloom Blush, der ist ja sehr heavy und sehr glowy und sehr pink. Ist genau meins. Aber das ist schon schön, oder? Okay, Freunde, schwierig. Weil ich eigentlich dachte, nee, das gefällt mir nicht. Aber
Das sieht ja schon krass aus. Also das ist ja wirklich, als hätte ich den ganzen Tag in Athen in der Sonne gelegen und mit den Göttern gespielt. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, die Palette jetzt kaputt zu machen. Weil das war ja schon wirklich schön. Ich hole euch jetzt aber ein Stückchen heran und dann schauen wir mal, was das Schätzchen hier kann. Okay, Freunde, ihr seid einmal schön nah dran. Ich hatte bei Janine in der Story gesehen, Janine Konrad, dass ein paar Farben sehr, sehr ähnlich sind. Ich weiß nicht mehr, welches sind. Ich gehe einfach mal kurz in die rein, wo ich es glaube. Es sind auch so Duochromes. Also ich habe euch jetzt hier mal so ein paar geswatcht. Das hier ist keiner davon. Die sind alle schon irgendwie in der Nähe. Es sieht jetzt in der Kamera aber nicht ganz so krass aus wie bei ihr in der Story. Also, was ich aber ganz gut finde bei der Palette ist, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, ja, da sind Löcher drin. Das heißt, ihr könnt die Fändchen depotten und in eine Z-Palette, Z-Palette packen oder euch eine andere Farbe mit reinmachen oder so. Finde ich gut, dass auch in High-End an sowas gedacht wird, weil normalerweise ist das ja immer eher so Make-up-Artisten-Produkte, die Produkte dann einfach rausnehmen können und ihre eigenen Paletten machen können. Ich glaube, ich fange an mit einem fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Sundown. Das ist diese hier. Hat recht wenig Kickback. Und die gebe ich mir in meine Lidfalte. Baue mir hier so ein bisschen auf. Die ist schon sehr cremig, ne? Also selbst mit dem Pinsel merke ich, dass die eher so ein bisschen feucht ist. Ich glaube, ihr seht es auch, dass sie an der Stelle, wo ich raufgehe, eher ein bisschen besser haftet. Ich glaube, dass man die gut auf einer trockenen Base benutzen kann. Aber das ist schon krass für eine Farbe, ne? Und dieser Highlighter Santa Maria. Sie hat so ein ganz kleines bisschen Kickback, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Farbe so gut auf dem Auge rauskommt, denn die ist ja doch recht hell im Fännchen. Sundown ist schon schön. Okay, wir gehen in die Farbe Santan rein. Die ist daneben. Und die gebe ich mir auch in die Crease. Okay, she's pigmented. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht in der Kamera, aber die Farben sehen auf dem Auge nicht trocken aus. Also sie sehen schon sehr, sehr weich aus. So ein bisschen feucht fast. Und sie kommt viel dunkler auf dem Auge raus als im Fännchen. Was auch komisch ist, weil normalerweise ist es ja andersrum. Okay, auch das war jetzt wirklich gar kein Problem. Ich nehme jetzt den kleineren von Letizia. Geh in die Farbe Magma rein. Die hat ein bisschen mehr Kickback. Okay, vorsichtig. Und die gebe ich mir hier vorne hin. Also die hat wirklich etwas mehr Fallout bzw. Kickback in der Palette. Aber I don't care. Was mir ganz gut gefällt, aber das sage ich immer wieder bei Lidschatten, ich mag die Farbabstufungen. Dass ich weiß, was kann ich schminken damit. Das ist recht einfach. Ich habe aber eine Vielzahl an Farben, die ich auch miteinander kombinieren kann. Gefällt mir so ganz gut. Ich nehme jetzt hier noch einen kleinen Pinsel und blende das nochmal mit Suntan aus. Ich glaube, ich gehe doch mit Magma auch nach hinten und presse mir das hier hin. Nehme den kleinen Pinsel einfach jetzt hier und gebe mir das dann in die Crease. Kein Fallout unterm Auge. Und sie sind extrem deckend, die Farben. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, seht ihr einen Unterschied zu Drogeriepaletten? Ich weiß es nicht, ob ich mir das jetzt schönrede und die 116 Euro einbilden möchte oder ob es wirklich so ist. Okay, wow. Ich liebe es gerade viel zu sehr und es tut mir unheimlich leid, weil ich wirklich mit der Intention rangegangen bin, zu sagen, ist es nicht wert? Ob es das am Ende wert ist, wie gesagt, Freunde, das entscheidet jeder am Ende selbst. Aber ich brauchte jetzt auch mal so einen Vergleich zu. Das ist ja schon exorbitant teuer, diese Natasha Denona Paletten. Und sind sie es wert? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich brauche einfach noch Vergleiche mit anderen wirklich High-End-Paletten. Aber das ist schon wirklich gigantisch. Ich probiere jetzt mal die Farbe Deep Dive aus. Das ist hier. Und die sieht so ein bisschen Duochrom aus. Und ich nehme hier einen ganz kleinen Pinsel und gebe mir das nur hier außen hin. So ein bisschen als Wing. Sehr dunkel. Aber die ist nicht so deckend. Aber vielleicht liegt auch gerade so ein bisschen am Pinsel. Damit kann man, glaube ich, schön Liner aussmoken. Ich nehme jetzt hier einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe High Degree. Der ist trocken, der Pinsel. Und das gebe ich mich hier erstmal auf mein Zentrum. Sehr rot. So als Base ein bisschen. Ja, okay. Also die haut mich jetzt nicht um die Farbe, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme denselben Pinsel und gehe mal in die Farbe True Bronze. Und das ist so ein wirklich metallisches Schimmer. Sieht sehr, sehr feucht am Pinsel aus. Okay. Wow. Das war schon fast zu viel. Dann kann man zu viel Schimmer benutzen. Freunde, was sagt da? Helft mir mal so ein bisschen. Ich bin gerade so überfordert. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.
Ich nehme jetzt einen kleinen Pinsel und mache meinen unteren Wimpernkranz mit der Farbe Magma. Und blende das Ganze aus mit der Farbe Sundown. Ich habe ein bisschen Fallout unterm Auge, geht aber gut weg und sieht sehr, sehr schön aus. Ich nehme jetzt nochmal den kleinen Pinsel hier und gehe in die Farbe Silk und setze mir das an mein Inner Corner. Und das ist so ein... Crazy. Ich hätte gerne noch eine etwas hellere Farbe gehabt, die ich mir jetzt ans Inner Corner geben könnte und hier vielleicht unter einen Augenbrauenbogen. Im Prinzip könnte ich dann aber auch was aus der Palette hier nehmen. Okay, ich gebe mir ein bisschen Kajal rein, mache Mascara rauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, ich habe einmal ein bisschen Kajal raufgemacht, ein bisschen Mascara. Lashes dazu wären krass. Ich glaube, man braucht dafür keine Lashes. Es tut mir leid. Alle meine Vorurteile gegenüber Natasha Denona nehme ich hiermit zurück, weil das ist wirklich krass. Wenn ihr wollt, suche ich euch Dupes dazu raus. Qualitativ perfekt. Habe ich nichts dran auszusetzen. Man hätte vielleicht so ein paar Farben ändern können. Oder vielleicht eine etwas hellere oder so als Inner Corner oder so, weil nicht jeder kauft sich beide Paletten und ist so wie ich. Ansonsten muss ich sagen, ist das ein wunderschöner Look. Ich liebe es viel zu sehr. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne ein Feedback zu Natasha Denona in die Kommentare. Falls es sie noch gibt, sind die Produkte einmal unten in der Infobox verlinkt. Freunde, ich suche Dupes. Irgendwie suche ich euch Dupes. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.